Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Komischerweise hat die Aufnahme gerade eben nicht gestartet, obwohl ich Alt und F8, also mein Hotkey, gedrückt habe. Das hat auch mehrmals nicht funktioniert, aber jetzt hat es funktioniert und mir ist mir gerade mal aufgefallen. Guck mal, hier steht der Pinguin dran. Interessant, interessant. Eigentlich da drauf steht da. Na gut, sieht man von hier aus nicht unbedingt, außer dass der Insane drauf steht. Und ihr habt auch nichts verpasst. Das Einzige, was ich gemacht habe, war das Ding zu zerstören einmal. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme gar nicht läuft. Aber jetzt hat mich kurz interessiert, ob hier noch irgendwas anderes drin steht, außer vom Pinguin irgendwas. Aber nein, okay. Dann laufen wir doch direkt weiter. Was ist hier los? Zack. Das werden wir herausfinden, was hier los ist. Der hätte auch. Naja. Zack, zack und... Oh, das tat doch mit Sicherheit ein bisschen weh. So, und wie sieht's aus? Alle bewusstlos. Warum sind noch alle bewusstlos und die beiden nicht? War sie vermöbelt? Weiß ich gar nicht mehr. Hier irgendwas? Wo müssen wir eigentlich genau hin? Du, das Arkham Villa um Dr. Youngs Forschungsding. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr Großartiges. Dann verlassen wir mal das Gebäude und gucken, was passiert. Okay. Und jetzt auch. Falls wir überhaupt richtig sind, werden wir ja gleich sehen. Hier steht auf jeden Fall. Ne, steht keiner. Das ist auf jeden Fall die Villa, also sind wir hier doch richtig. Auf die Karte gucken, so. Da haben wir eigentlich noch zwei Gänge. Kommen wir da nicht irgendwie durch? Zack. Haupthalle, wer ist die wer ist die Person in der Haupthalle? Wir sind die Person in der Haupthalle. Jumpy, jumpy, jump. Hier ist doch eine Tür. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Antworte mir! Ich sagte, ich weiß es nicht. Sie könnte überall sein. Willst du sterben? Willst du? Nein, aber du willst sterben. Na gut, sterben tust du nicht, aber... Oh, sexy, wie braun gebrannt und... Oh. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Oh, ist aber nett. Upgrade für Batarang verfügbar, okay. So. Mir gefällt aber nicht, dass Joker so mit uns spielen kann. Aber gut, ich meine, das ist ja Jokers, sage ich mal, Aufgabe. Ich würde, anstatt da rumsitzen, würde ich die Waffe da nehmen und mich dann verteidigen zur Not. Aber nein, nur zu dann. So. Das können wir, glaube ich, immer noch nicht machen. Schade. Da oben geht es anscheinend aber auch nicht lang. Glaube ich nie ändern. Das ist trotzdem jedes Mal probier. Gibt's denn nur Records Office? Okay. Aber anscheinend hat Joker das schon gefunden, was er gesucht hat, weil das würde uns ja nicht so frei rumlaufen lassen, denke ich mal. Schlag ihn nochmal, härter! Da brauchst du schon mehr als das. Warum macht. Hol Joker ans Funkgerät, sag ihm, dass er nichts sagt! Sag uns, wo die Schlampe hin ist. Sag es uns, oder wir schneiden deine andere Hand ab.
Mach was. Ich stehe jetzt nicht irgendwie. Ich rede nicht. Aber sicher, Harley, ich bin jetzt schon auf dem Weg nach oben. Sie kennt Wege, deine Zunge zu lösen. Und du wirst nicht herausfinden, wie sie das anstellt. Sie kann machen, was sie will. Ich rede nicht. Und der hat halt da auch so einen Teil dran, ne? Das ist das Problem. Mach, was du willst. Hör zu, kein Grund zur Sorge. Batman ist unterwegs hierher, aber ihr seid eine ganze Armee. Er hat keine Chance. Überhaupt keine. Verstehe. Pass auf Cash auf und finde den Doc. Mann, glaubt ihr, ich bin ein Idiot? Kann ich jetzt hier nicht keinen Kopf über hier dranhängen, verstehe ich nicht. War doch gelernt. Mal gucken. Ups, was steht denn drauf? Was auch wirklich gelernt? Nicht, dass ich wieder denke, ich bin zu doof dazu. Y, umgekehrtes Ausschalten, okay. Ich rede nicht. Dass das nicht aufhängt, weiß, verstehe ich auch nicht. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Ah, jetzt kann ich es mal merken. Was machst du da? Okay. Dann muss es auf jeden Fall unten drunter sein. Was? Warum springt er jetzt runter? Egal, der ist so weit abseits, müssten wir erledigen können. Er bewegt sich über uns, er könnte von überall kommen. Das ist der Sinn und Zweck. Ich hab ihn verloren. Vielleicht kommt da gleich einer zu weit unten drunter, dass wir ihn dingsen können. Der zum Beispiel? Jawohl. Hey, geh von mir runter! Der andere merkt das nicht. Okay. Aua! Wer hat mich jetzt gesehen? Scheiße. Oh Gott, ich kann ihn nicht mehr sehen. Das ist noch besser, wenn du das nicht kannst. Und tschüss. Au, so ein Schuss war das der da. Alter. Die können ja nicht. Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken. Und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Fand ich schon ein bisschen unfair, dass die mal übelst den Aimbot haben, sage ich mal. Da brauchst du von mehr als das. So, aber das. Den ersten haben wir. Den kriegen wir hoffentlich. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was backt denn hier jetzt rum? Hier drüben! So. Okay. Komm schon, wach auf! Ohnmächtig! Wie macht ihr das denn immer? Was ist hier los? Seid still und such. Batman! Was machst du da? Ich häng dich auf. Ups. Egal, vielleicht sehen sie mich ja nicht. Ich will hier raus. Das war nicht Teil des Deals. Nicht funktioniert, aber vielleicht an dem Ding. Wir sind doch schon so gut wie drunter. Jetzt hab ich nicht so Batman. Sie aber halt auch nicht hochgucken. So, natürlich. Was riskieren? Die sind alle so drei ineinander, dass wir es einfach ummöbeln? Also der da hinten ist wieder schon so abseits, den könnten wir fast holen. Ups, so nicht. Vergesst nicht, die Manschetten verraten ihr mit der Unmächtigkeit.
So. Zack und. Oh Gott, der ist über uns. Der ist in der Luft. Wo ist der Plan? Dass ich über euch bin und in der Luft. Oh Gott, wo ist der hin? Gut, dass es wieder buggt. Ja, genau. So. Immerhin hat das jetzt irgendwie funktioniert. Ja, ist ja gut. Gott, schreit doch nicht immer so rum. Batman, wir sind gefesselt! Wir brauchen Hilfe! Wirklich? Furchtbar. Ich bin jetzt auch ein bisschen konzentriert beim Spielen. Ich merke, dass ich so ruhig bin. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnungen finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben Sie hier, ich werde sie finden. Kein Problem, ich versuch's mit dem Funk. Ich sehe nach, ob jemand da ist. Ach, jetzt sind plötzlich noch andere Leute. Dort hinten. Okay. Da haben wir ja nur einen Weg, den wir gehen können. Danke für die Hilfe vorhin. Hallo, hallo. Falls jemand auf diesem Kanal. Ich dachte gerade, was ist jetzt los mit Hallo, hallo? Atem auf sich, könnt ihr mich hören? War hier nicht irgendwo so ein Gitter? Da ist doch ein Gitter. Fallen lassen, zack. Habe ich das doch noch richtig gesehen im vorigen Kampf? Und hoch mit uns. Okay. Jetzt geht's. War hier irgendwas? Oder ist es nur zum Schleichen gewesen? Scheint nur zum Schleichen. Oder? Ah ne, hier ist ein Gitterbereich, wo wir sonst nicht hingekommen wären. Interessant. Ist hier unten irgendetwas? Oh ja. Patientengespräch Nummer 1. Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murphy an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erlitten. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frau und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfähig zu sprechen. Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Da drin ist jemand! Er ist es! Wir haben ihn gefunden! Brech die Tür auf! Notiz an mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg! Sofort! Runter auf den Boden! Wir haben sie gefunden! Jemand muss einen Arzt holen! Oh Gott, was hat er ihm angetan? Mochte gerade die Stimme von dem Doktor, schätze ich mal. Ist ja cool, wie sie da immer noch rumhängen. So, kriege ich jetzt die Tür hier irgendwie auf? Eigentlich nicht. Aber es war der einzige Weg, den wir jetzt haben. Zentralaufsicht, bitte. Ah. Ciao. Die Tür, wo wir hergekommen sind. Atemaufsicht, könnt ihr mich hören? Aber das wäre ja noch seltsamer. Irgendwie. Aber mal gucken, falls die Tür jetzt hier offen. Wäre ja die hier gewesen. Gerade. Karte, hier. Genau. Da kommen wir ja auch nicht durch. Lass mich. Okay. Da kommen wir nicht durch. Was ist kaputt bei diesem Teil? Hallo, ist da jemand? Hier vielleicht irgendwo nochmal ein Luftschacht oder so? Da war ich hier nur.
Ach so. Hallo, hallo. Hey. Und nur blind. Zack. Meine Gegner, okay. Du suchst selbst die Aufzeichnungen, Bats? Na, viel Glück! Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärztin bearbeitet. Die quetschen die Formel schon aus ihr raus. Ganz zu schweigen von der Armee von Clowns, die da alles auseinandernehmen. So oder so kriege ich die Formel. Wieso gehst du nicht auf? Los, hin und stirb endlich. Sei dein bester Freund. How about no? Ja. Jawohl. Sonst noch irgendwas? Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Ach so, was gilt auch als Rätsel, was ich dann fotografieren muss? Ach so. Okay, so. Amadeus Arkham ist der Gründer der Elizabeth Arkham Anstalt, einer psychiatrischen Anstalt für geisteskranke Kriminelle. Die Anstalt ist nach Amadeus Arkhams Mutter benannt, der er im Zuge einer psychiatrischen Behandlung tötete, um sie zu heilen. Amadeus erreichte die Anstalt auf dem Gelände des alten Familiensitzes am Stadtrand von Gotham und behandelte den ersten Patienten selbst, Martin Mad Dog Hawkins, der Mörder seiner Frau und Tochter. Nachdem er Hawkins einer tödlichen Elektroschockbehandlung unterzogen hatte, verlor Amadeus vollends den Verstand und wurde in seine eigene Anstalt eingewiesen. Amadeus Arkham, Beruf Psychiater. Gotham City, Augen blau, Haare braun, Größe 1,80, Gewicht 79 Kilo, erstes Auftritt in Bett Nummer 258, Oktober 1974. Eigenschaften. Bis zum Ausbruch seiner Geisteskrankheit ein angesehener Psychiater. Erbe des Arkham-Besitzes und des Arkhams-Vermögen. Wahnhafte Schizophrenie. Ja, das sind natürlich sehr schöne Eigenschaften. Aber wie gesagt, gut zu wissen. Das werde ich mir mal merken, wenn da die Rätsel stehen. Was fotografieren muss, habe ich echt nicht mit gerechnet. Ach, war ja klar. Könntest du entlang gehen? Sagen eigentlich oben irgendwo, oder? Hier ist ja auch alles blockiert. Sagten die Karte. Sagt ja eigentlich nicht viel. Eigentlich sagt sie nur, dass der Weg blockiert ist. Also heißt es für mich eigentlich, ich muss zurück. Woanders irgendwo hin. Gucken trotzdem doch nochmal, ob da was war. Vielleicht war ich halt dann zu blind. Aber ganz ehrlich, ich war zu blind. Ziemlich. Ich dachte gerade, das wären Spinnen. Oh Gott, hatte ich gerade mich verjagt. Ah ja. So gut, Trophäen sind ja wirklich nicht schwer. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Ach doch was. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich hab's. Das hast du vor 10 Minuten gesagt. Du kannst es mir sagen, ich werd's nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt! Du bist ein Idiot, Joker wird nicht glücklich sein und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still, ich versuch's! Der ist hier! Alter! Und zack. Das war doch ein sehr leichter Kampf, würde ich mal behaupten. Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Hey, klar, suchen wir doch einen anderen Weg. Ist ja weniger das Problem. Ist hier eine Tür? Ja, aber da kann ich nicht durch. Okay. Aber das geht immer. Aber irgendwie finde ich das Level-Design auch... Also eigentlich ist es ganz cool. Man muss halt irgendwie bis jetzt einfach nur dasselbe machen. Das heißt, immer wieder... Detektivsicht an und einfach nur Gitter suchen und dadurch krabbeln. Ein gut, das war in einem Gebäude, was eigentlich ja funktioniert, aber dafür sieht es echt gammelig aus, vor allem
Aber eine riesige Anschalt ist auch krass. Ganz unauffällig. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Okay, machen wir das. Okay. Hier ist er nur... Sonder... Alter. Alter. Wie senkt man sich sowas hin? Ich muss ja auch verrückt sein. Genau, und nur dort ist die Hand gewesen, sag ich mal. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung? Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Aber wie möchte man einstellen, dass man eine frische Handabdrücke sieht? Man darf mal abgesehen generell nur eine gewisse Art. Aber egal. Es ist Batman, er kann das. Er kann einfach alles. Genauso wie ich jetzt den Part beenden kann. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Batman Arkham Asylum. Und bis dorthin. Tschüdelü.